Unterhalb der Heinsburg liegt die Wettkampfstrecke des Zeitzer Kanuvereins. Dort trafen sich am letzten Wochenende über 50 Vereine aus ganz Deutschland. Ja, wie Sie vielleicht wissen, wir haben also im nächsten Jahr den Zuschlag bekommen vom DKV mit der Ausrichtung der Deutschen Schülermeisterschaft. Und im Vorfeld dieser Schülermeisterschaft wird immer der Veranstalter auch beauftragt, einen Schülerwettkampf durchzuführen, wo alle Bundesländer teilnehmen können, damit die Kinder sich auf diese Wettkampfstrecke einstellen können und einfach die Strecke auch mal kennenlernen. Mit rund 320 Einzelstarts waren die Wettkampftage dicht gefüllt. Die 9- bis 14-Jährigen hatten eine anspruchsvolle Strecke zu bewältigen. Doch die Veranstalter hatten so einige Probleme. Hunderte Sandsäcke waren nötig, um auf der Elster ein entsprechendes Wettkampfgeschehen zu ermöglichen. Ja, wir hatten diesen Jahr eigentlich ein ganz schönes Problem. Sie sehen selbst, dass die Elster ganz wenig Wasser hat. Und das Zuschusswasser, das ist halt nicht gekommen, weil unterhalb der Talsperre eine Baustelle ist. Wir müssen also bei 5 Kubik, haben wir alle Anstrengungen unternommen, dass dieser Wettkampf nicht ausfällt und noch ordnungsgemäß nach Slalombedingungen durchgeführt werden kann. Ja, das ist bei dem niedrigen Wasserstand, stellt das jetzt erstmal an die Wildwasserfertigkeit der Sportler nicht so hohe Anforderungen. Deshalb ist die Strecke halt technisch ein bisschen schwieriger ausgehangen und man fordert alles das, was die Kinder in dem Bereich können müssen, das fordert man mit dem Aushängen der Strecke dann ab. Doch auch diese Herausforderung meisterten die Mitglieder des Vereins. Der über 100 Mitglieder zählende Verein hat in seiner Geschichte schon so manchen erfolgreichen Kanuten hervorgebracht. Ja, der Kanuverein Zeitz hat schon Mitglieder, die sehr erfolgreich sind. Wir haben als Kanuverein bestehen wir seit 1949 und 1965 hatten wir den ersten Weltmeister, der aus unseren Reihen gekommen ist, mit Müller-Lehmann im Mix C2. Und das hat sich dann fortgesetzt bis hin in diesem Jahr, wo wieder 3 Sportler zum Nachwuchskaderkreis des DKV gehören. Also wir haben insgesamt als Verein 17 WM-Medaillen erreicht, waren bei 3 Olympiaden vertreten, 1972 damals mit 5 Sportlern und 1992 und 96 mit dem Boot Barrow Drummer im C2. Auf ein Mitglied des Vereins ist der Vorsitzende Klaus Trümmer besonders stolz. Die Strecke hat übrigens dann mein Sohn ausgehängt und der ist ja Bundestrainer und war eigentlich jetzt zur Olympiade auch mit einer der erfolgreichsten mit 2 Bronze, mit einer Bronzemedaille und einer Silbermedaille. Grundlage dieses Erfolges ist die umfangreiche Jugendarbeit des Vereins. Aber auch für alle anderen Mitglieder bieten sie ein umfangreiches Programm an. Angefangen bei Wildwasser- und Wanderfahrten, über Fitness bis hin zum Skaten. Und natürlich auch geselligen Veranstaltungen.